Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Between Lands. Zusammen mit dem zeitlichen Missverständnis und Klim. Hallo, hey. Hello. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz. Das finde ich nicht nett. Dafür klaue ich jetzt erstmal Dafür musst du erst arbeiten. Peoples, was geht? Was geht? Alter, jetzt hast du ein Buch, was ich mir klauen kann. Ah ja, cool, danke dir. Wir haben heute was vor. Ja, ich hab das Buch hier, Alter. Hunter Intel, Alter. Oh, stimmt, das freuen wir auch. Alter, hä, wieso kein Hunter AMD? Ohne Witz. Ja, oh, ist schlimm sowas. Ah, hör mal auf, meine Kisten zu durchsuchen, du Lappen. Das ist also mein ich Zeug. Bin schon auf dem Weg. Wo seid ihr? Ich hab die langsam normalerweise eingebaut, damit du da eben nicht rangehst, du Lappen. Ja, du hast nicht das, was ich brauche. Ich dachte, ich könnte mir das jetzt richtig nett klauen, aber nein. Du hast nicht kommt das, ihr jetzt oder was da los? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt Gassi. Wir sind heute auf Le Wege in Le Overworld, denn wir möchten ins Vampirbiom und wir möchten im Vampirbiom etwas bauen. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich... Nicht zu wechseln mit dem Vampirbiom, da wo gebraut wird. Richtig, und das ist in der Nähe von Wamsee. Deswegen ist das Vampir. Was? Oh. Ja. Kennst du Gordon Ramsay? Ja, Gordon Ramsay hier. Das der ist You're an Idiot Sandwich, so. Ne? Ja. Kennt man. Early, hast du eigentlich Brot dabei? Hast du Brot? Ein Brot, hä? Bist du ein Idiot Sandwich? Naja, wir werden es nie erfahren. So, wir werden heute in dem Vampirbiom versuchen, etwas umzusetzen. Wir wollen das erst einmal komplett roden. Ich dachte, wir wollen das bebauen und nicht umsetzen. Also ich habe auch schon ein bisschen angefangen tatsächlich, habe ich ja schon erzählt. Da haben Katze und ich haben uns schon drüber unterhalten. Genau, ich hatte auch schon angefangen. Ich muss ganz kurz hier mal den da spawnen. So, Mensch, ist angekommen im Vampiri-Biomi. Hier sind übrigens noch meine Kisten, ne? Das ist das Vampiri-Biomi? Ja, das ist das Vampiri-Biomi. Ja, das hattest du ja schon gebaut. Das hatte ich schon gebaut, genau. Mir da, also ich habe was Ähnliches geplant gehabt, wie gesagt, wir hatten ja schon drüber geschrieben. Aber wir können ja mal ganz kurz hinlaufen. Ich habe es in die Mitte einfach gesetzt vom Biom. Also, hey. Ach so, hey, das ist okay, hey. Verstehe. Hey. Oh, das hier so ein Boss, die könnte auch Buch droppen, ne? Ja, nee, die können das Pure Blood droppen, das wir brauchen. Der würde jetzt in Stufe 1 der Pure Blood droppen. Das hier ist einer, der einen Bock droppen kann. Wer ist das? Wer? Der Powerful Bill. Ach so, nicht der Baron. Oh, aber Bruder, ich stehe mal. Siehst du oben? Ja? Oh, Leute, ich hab dich erwischt. Müsst ihn halt auch staken nach einer Zeit. So, du hast hier irgendwo was gebaut. Der Jinx ist auch so ja, einer, der das kann. Ja, man sieht's quasi schon. Ah ja, das ist hier. So, gestaked. So, also, man sieht's hier schon. Es ist auch schon explodiert, weil ich hier noch einen Kampf mit Basti GRG hatte. Wir müssen erstmal die ganzen Vampire loswerden hier. Na, das ist ja nicht das Problem. Das ja, stimmt. Doch, die kommen ja immer wieder. Ja, aber irgendwann spawnen die nicht mehr so krass nach. Ja, wir müssen nur am Anfang erstmal alle killen. So, genau, dass der eigentliche Plan war, dass wir hier unten so eine kleine Minibase haben. Und jetzt habe ich keinen Sprucewood dabei, das ist natürlich ein bisschen ätzend. Aber der eigentliche Plan war, dass wir hier so eine kleine Minibase haben. Du hast so kein Sprucewood dabei, das ist schrecklich. Ich habe 13 Stacks Logs dabei davon. Das ist schon mal sehr gut. Aber der Plan war, dass wir hier so eine kleine Minibase haben mit einer Leiter nach oben. Okay. Und hier ist ein Ausgang. Oder beziehungsweise Eingang auch in die Base, dass wir nicht immer von oben durchs Vampirbiom müssen, sondern einfach hier unten lang gehen können. Wir klettern dann hier die Leiter hoch und sind dann oben in diesem Teil, von dem aus wir einfach die ganzen Vampire töten können. Was ist schlecht daran, durchs Vampirbiom zu laufen? Nix, aber dann müssen wir uns damit nicht rumschlagen. Ja gut, das ist wohl wahr. Dann können wir einfach unten lang und fertig ist. Man kann natürlich auch oben lang laufen, aber dann würden wir hier auf dieser Plattform stehen, die jetzt natürlich kaputt gemacht wurde, aber wir würden dann hier auf dieser Plattform stehen und das eventuell noch so abschließen. Soll ich dir mal ein bisschen Sprucewood geben, damit du nicht gleich alles abbauen musst? Ja, können wir gleich machen. Und dann fallen die Vampire dann entsprechend hier runter von den Trapdoors und sind halt hier in diesem Gebiet gefangen. So, das heißt, wir müssten aber hier so ein bisschen terraformen, ne, natürlich. Nicht nur terraformen, wir müssen halt die Bäume wegnehmen, terraformen und möglichst danach noch das Komplette mit Slabs auskleiden. Wenn wir das Ganze mit Slabs ausgekleidet haben, das Biom oder den näheren Spawn davon, dann können wir genau definieren, an welchen Stellen Vampire spawnen oder dürfen Buttons, und wo Buttons nicht. Das können wir auch nehmen, das geht auch. Also irgendwas, was Spawning einfach verhindert. Ja, genau. Müssen ja jetzt keine Slabs sein, aber jo, stimme ich zu, sollen wir das mit Spruce-Wood machen oder wollen wir das mit dem Westwood-Lock machen? Also ich habe jetzt eine Menge Sprucewood dabei. Wir können das mit dem Holz machen, wie wir es wollen. Also wenn du eine Menge halt dabei hast, nehmen wir Sprucewood, weil ich habe nicht so mega viel von dem Westwood Lock. Also, wollen wir uns aufteilen? Einer von uns macht vielleicht hier das Mittelding, einer von uns macht außen und einer von uns macht Bäume oder was? Ich würde gerne Bäume.
Rhino Materia, ja. Ich muss nur ganz kurz einmal disconnecten. Absatz 9, Absatz 1, Items 4, Secret, Absatz R, Left the Game. Items 4, Secret. Hallo, Secret. Absatz 9, Absatz 1, Items 4, Secret, Absatz R, Absatz R, Join the Game. Ja, läuft auf jeden Fall. So, dann, ich denke mal, Early, kannst du anweisen, wie der das hier bauen soll, oder? Ja, also einfach bau die Bäume ab. Ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Ich kümmere mich auch nebenbei auch ein bisschen um die... Warte, das Schlusswort für dich noch? Wie ja, ich mache hier mal eine Chest für uns. Freunde. Gut. Hier, ich droppe dir mal Sprucewood 4 Stacks. Ich packe das andere hier noch reinpacken. Und nehme mit. So. Das ist das Sprucewood, was ich gerade dabei habe. Gut, dann würde ich sagen, können wir mal Let's Go machen, oder? Wir haben Nacht, das bedeutet im Endeffekt, wir haben gerade auch noch einen sehr, sehr guten Moment. Die Balken hier, kommen die komplett nach unten? Welche Balken? Die Sprucewood-Balken. Achso, ja, das. Nee, eigentlich nicht, weil hier unten ist ja Dingens und theoretisch müsste hier. Ich habe jetzt keine Erde. Doch, ein bisschen habe ich, aber hier müsste ja noch Cursed Earth überall hin. Okay, dann gehe ich erstmal Cursed Earth sammeln. Ja, genau, wir müssen ja wie gesagt sowieso ein bisschen terraformen hier. Das bedeutet. Terraformen. Wie weit müssen denn die Bäume abgebaut werden? Wo ist denn der Geist hier jetzt? Alle in diesem Vampirbiom müssen weg. Alle. Okay. Alle in diesem Vampirbiom müssen weg, ja? Okay. Geh ich hin. Jeder einzelne Baum. Und es darf nichts übrig bleiben. Also, du brauchst jetzt nicht anfangen, es anzuzünden, weil dann bringt uns das gar nichts, ne? Aber ich würde sagen, das ist sowieso so eine Sache, die ist jetzt erstmal monoton, oder? Die ist jetzt erstmal monoton. Das bedeutet im Endeffekt, Leute, wenn ihr es in Stereoton sehen wollt, dann habt ihr Pech gehabt. Wir machen jetzt erstmal einen Cut, würde ich sagen, oder? Wir machen ja schon ziemlich den Fortschritt eigentlich, ne? Also wir haben jetzt hier außen rum die ganzen Teile gemacht, jetzt hier die Trapdoors hinsetzen und schaut mal nach unten, da habe ich auch schon was gemacht. Ich kann ja mal runtergehen. Ich bin ja gerade dabei, wollte es aber in der Aufnahme zeigen, bevor ich komplett fertig bin einfach. I like. Oh, Bruder. Wo habe ich hier oben links so, also Gunpowder? Hier gibt es schon so eine kleine schmuckelige Base. Hier, da kann man einfach so ein paar Dinger hinstellen, man kann sich hier vielleicht noch ein Bett, vielleicht machen wir hier noch so ein Bonsai-Tree hin, der Äpfel generiert oder so, das wäre mit Sicherheit keine schlechte Idee. Du kannst machen, dass der nur Äpfel generiert, ne? Das ist auch ganz cool. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Dann haben wir hier für die Vampirjäger immer so ein Essensding, wenn man will. Und dann geht's hier halt dieser Weg zurück, den müssen wir natürlich auch noch heute machen. Der geht dann komplett bis aus dem Vampirbiom raus, einfach um einen sicheren Weg nach Hause zu haben. Wir müssen übrigens jeglichen Freiraum füllen, ne? Ja, logisch. Also, dass die Vampire da nicht drauf spawnen können. Das ist ja. Genau. Also, ich bin gerade hier unten dabei, noch ein bisschen was mit Fluss zu füllen. Unter der Erde. Weil das der Hauptstoff ist, den wir als Baustoff gerade dabei haben. Stoff vorher müssen wir nicht komplett füllen, aber wenigstens halt so. Doch, wir müssen es komplett füllen, bis auf eine Ebene. So, dass theoretisch keine Mods drin spawnen können. Du kannst es nämlich nicht ausleuchten. Ja, bis auf eine Ebene. Genau, bis auf eine Ebene. Ja, gut, Early, guck mal, da hinten stehen ganz viele Bäume. Da stehen auch keine Viechis, Dark, die kannst du abholen. Hast du mich gerade runtergeschlagen zu den Vampiren? Nein, Leute, niemals du! Ich kümmere mich auf die Bäume, du Lappen, ja? Die haben Akku auf mich. Oh, Bruder, der ist ja richtig schnell unterwegs! Der ist wirklich angegriffen. Der ist auch, hat auch 200 Leben. Dö. Alter! Tschüss! Bye, have a great time! Jo, Alter! Tschüss! Ja, die Frage ist, sollen wir immer noch killen? Pure Blood Level 4 ist halt schon... ziemlich Deluxe. Absatz 9, aha. Absatz 1, Items 4, Secret, Absatz R, Absatz R, klimm noch weg, Absatz 1, CLY, Absatz R, Absatz R. Hey, warum bin ich tot? Ich weiß es auch nicht. Weil von hinten noch 3000 Zombies kamen. Es tut mir leid, Items. Alles super, das Gute ist, ich kann jetzt Äpfel holen. Nein, nein, ich wollte dich nicht töten. Das ist doch alles okay. Da soll doch einer sagen, die Vampirjäger machen keine Kills. Ja. Ey, ich hab einfach 5 Minuten Weakness gekriegt. 5 Minuten Weakness. Okay, es sind 30 Sekunden, aber ich krieg die scheiß Baby-Vampire nicht hast down. Hast du denn eine Mining-Fatigue? Nee. Fatigue? Nee, also kannst du Bäume abfällen, das ist gut. Das wäre tragisch gewesen. Hast du mich gerade fett genannt? Selbst wenn ich sagen würde, wer es war, damit dürfe ich sagen. Woo! Hello! Oh, ich Alter, wir haben schon aus. Echt viel gemacht und Early Boy war auch da. Ja, Early Boy war auf jeden Fall vorhanden. Guckt euch mal das Biom an, Leute. Wir sind schon echt weit gekommen. Also schon wirklich weit. Es ist halt super, dauert super lange, das ist das Problem. Early hat sich dazu entschlossen, den Baron Level 2 anzugreifen. Das ist auch schon sehr nett. Okay, aber er kümmert sich lieber um seine Minions mal. Als um Early. Okay, mal schauen, was mit dem Baron Level 2 geht, ob Early das gut. Schafft. Wir haben hier Logenplätze quasi. Hilf mir mal nicht, hilf mir mal. Ich möchte nicht, ob Early das alleine ist, ich wollte mich daneben stellen und staken, sobald er low genug ist. Ne? So.
Er versucht die ganze Zeit, mich anzuschießen, oder? Ist er vielleicht katzistisch? Ja, kann das sein? Ist möglich. Ja, Blood auf jeden Level Fall einen einfachen Punkt bekommen, der Early Boy. Ja. Kann Blood das sein, auf Harpslabs spawnen? Weil ich hab die jetzt schon öfter auf Harpslabs gesehen. Ich glaube, dass die sich bewegen. Die haben ein ganz komisches Wandermuster. Aber es ist, sie spawnen hoffen, nicht auf Harpslabs, weil wir haben ja hier vorne eine komplette Ebene, wo kein einziger Vampir ist in der Zeit, weißt du? Ah ja, stimmt. Komplette Harpslab-Ebene hier vorne. Das ist nur in der Nähe, wo auch noch Spawnground ist. Was so. Wir auf jeden Fall machen sollten, so kann ich vielleicht sagen, ja. Hier unten Wasser platzieren, sodass die zu uns gespült werden und dass die Items auch direkt zu uns kommen. Der Item ist bei uns. Das sollten wir zum einen tun. Außerdem, und ich habe das hier so bearbeitet, dass man hier reinspringen kann, aber die nicht. Ja. Das heißt, wenn man will, kann man hier außen rumrennen und dann hüpp. Eine Ladung kiten, theoretisch. Du darfst halt nur nicht hier in die Mitte springen, dann hast du verkackt. Ja, das und ist dann halt eventuell sollte man, wenn man Sloan ist, halt noch das hier machen währenddessen, dass es offen ist. Ja, wir könnten theoretisch ein Boot hier unten reinsetzen noch, dass man mit dem Boot hier reinschiffen kann, also reinklicken noch kann. Noch so als Paniksituation. Ich gut. Sagen, reinschiffen, also. Aber, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, an dieser Stelle muss man sagen, wir haben jetzt schon ein paar Minütchen aufgenommen. Wir haben, dadurch, dass es halt auch eine Dreieraufnahme ist, nicht unbedingt den Zeitplan, den wir sonst immer haben können. Also wir müssen hier auch einen Kompromiss finden, was die Zeit angeht. Wir werden in Zukunft noch daran weiterarbeiten. Ich danke Klimi und Early, dass sie geholfen haben. Ich danke Klim, dass er geholfen hat. Ja, also das ist... Ich würde gerne, dass ihr Earlys Folge guckt. Ich meine, Early wird höchstwahrscheinlich auch extrem reinkutten, aber vielleicht schafft es ja wenigstens in einer Folge ein einziges Mal ein Abbauen von einem Baum drinnen zu haben. Ich glaube nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ist das war der. Ja. Aber es funktioniert übrigens. Man kann sich dann hier unten hinstellen und die Viecher killen. Ja. Darum ging es ja überhaupt. Schon mal super. Das sollte man vielleicht nochmal zeigen. Genau, das ist eigentlich der Sinn der Sache. Ich kann mal nochmal kurz eine Ladung von Viechern anlocken und dir die bringen. Ja. Einmal Viecher bitte. Einmal Viecher. Da sind auch Geister jetzt dabei, aber das ist ja nicht Geister. Das Problem. Geister! Weißbrot. Ja, wir kriegen halt die Items doch nicht, aber das löst sich halt, sobald wir Wasser da unten noch mit reingeböllert haben. Genau. Weil wir hier extra einen Half-Slap gelassen haben, wo die Items durch können. Oh, hallo. Items, komm! Ja, ich komme ja auch schon. Hui. Und jetzt gehen wir hier unten rein. Blopp. Jetzt können wir die farmen. Richtig. Wir dürfen zwar nicht zu nah an Klims Schwert stehen, aber... Ja, warum? Aber jetzt habe ich keinen Starker mehr, egal. Ich habe noch einen Starker, ich kann rein starken. Ja, ich habe auch noch einen Starker. Stark of Phoenix? Ein Stark of Phoenix, halt, genau. Klaut einfach auch meinen Witz von ihm, das finde ich krass. Ja. So, und wir haben hier jetzt eine relativ große Menge an Sachen. Das Ganze soll natürlich am Ende des Tages... Oh, wenn wir hier runterfallen, haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht mehr rauskommen. Ja. Aber dem können wir Abhilfe schaffen, guck mal. Wir können einfach hier einen Failsafe-Ladder ranmachen, da kommen die nämlich nicht hoch. Es blockiert keinen Spawn und die... Stimmt, das können wir in jede Ecke machen. Ja. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall auch noch, das ist auch noch ganz obwohl praktisch. Obwohl, die können Leitern... Nee, können Leitern runterklettern, aber nicht hoch, ne? Ja, genau. Irgendwie sowas. Naja, aber, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, ich würde einfach mal sagen, das war's von meiner Seite an der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sagt einfach, ich würde sagen. Ja, wir würden sagen... Entschuldigung. Wir würden sagen, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Schaut gerne bei den anderen Bubis vorbei. Falls ja, drückt doch zwei Daumen nach oben und wenn Early bei einem Baum gefällt hat, bei ihm auch. Ja. Bei Early könnt ihr dreimal auf den Daumen drücken. Ne? ja, gut, ich habe noch ein Herz. Hey. Danke dafür. Ich habe mehr als ein Herz, aber das ist trotzdem okay. Ja, das Letzte, was uns jetzt theoretisch noch zu machen bleibt, ist das da. So. Dann haben wir nämlich Absatz Early. 9, Absatz 1, das ist dein fucking Herz! Das hab ich doch schon mal zu spät gesehen, dass du Absatz R. Leute, ne? Dafür gibt's einen Daumen nach oben. Wir sehen uns, macht's gut und bis dahin erstmal ciao. Tschüss.